Eine wichtige und gute Frage. Heute zu Gast ist bei mir der Herr Schröder, Schröder Christian von der Coscura Finanzberatung. Wir möchten heute über drei wichtige Themen zur Finanzierung sprechen. Themen, die alle was angehen, die etwas kaufen möchten. Der erste Punkt ist das Thema Eigenkapital. Herr Schröder, was können Sie mir dazu sagen? Naja, je mehr Eigenkapital, desto besser. Also das heißt, zu einer gesunden Finanzierung gehören mindestens 20% Eigenkapital. Denn das macht den Beleihungswert geringer. Das heißt, es gibt für Sie bessere Konditionen. Und natürlich lässt es auch die monatliche Rate geringer werden. Also das heißt, die Rückführung an die Bank. Wir haben ja eine neue Gesetzgebung von der EU bekommen. Ja. Das heißt, die Banken, eine neue Kreditrichtlinie. Können Sie dazu noch einen Satz verlieren? Ja. Ganz klar, es macht es für die Banken schwerer, Kredite zu vergeben. Also das heißt, es wird wesentlich mehr darauf geachtet, wer möchte kaufen, was wird gekauft und kann sich derjenige das auch leisten. Das heißt, es wird definitiv schwieriger mit der Kreditvergabe und von dem her sollte da auf jeden Fall mit jemandem gesprochen werden, der die Situation genau einschätzen kann. Das betrifft natürlich dann auch wieder den EK-Anteil, den wir gerade angesprochen Korrekt. Haben. Ja, Thema Überschätzung der eigenen Mittel. Wir erleben das als Makler öfter, Sie sicherlich auch, Herr Schröder. Ja. Haben Sie dazu noch etwas zu sagen? Auf jeden Fall. Also das heißt, ich sollte mir immer ganz bewusst sein, welche Fixkosten habe ich und was kann ich mir leisten. Ein guter Anhaltspunkt dazu ist immer die monatliche Kaltmiete, die ich habe. Und ich sollte natürlich auch immer die Nebenkosten einer Eigentumswohnung oder eines Hauses im Hinterkopf haben. Also das heißt, wir reden hier nochmal über eine Mehrbelastung zwischen 200 und 400 Euro. Ein Finanzierungsberater macht ja anfangs immer eine Analyse mit Ihnen, da werden die ganzen Kosten dann aufgestellt und dann kann Herr Schröder auch qualifiziert mit diesem Kunden arbeiten. Der dritte Punkt ist das Thema der Tilgungsgeschichte. Das heißt, wie hoch muss meine Tilgung sein, damit es funktioniert? Ja. Mit diesem Wohnungskredit. Die Strukturierung einer Immobilie Immobilienfinanzierung ist immer das Wichtigste. Also das heißt, ich muss definitiv darauf achten, nicht nur den günstigsten Zins einer Bank zu bekommen, sondern natürlich auch zu gucken, wie baue ich die Finanzierung auf. Welchen Tilgungssatz habe ich? Je mehr, desto besser, beziehungsweise je höher, desto besser. Ich muss immer darauf achten, wie lang ist mein Kredit oder sind meine Zinsen gebunden. Wie sichere ich mir die Zinsen ab, wenn die Zinsbindung ausläuft? Habe ich ein Erbe zu erwarten oder habe ich sonstige Möglichkeiten, vorzeitig einen Kredit abzubezahlen? Oder sichere ich mir das Ganze über einen Bausparer ab? Diese Möglichkeiten gibt es und über die sollte ich mir auch vor dem Abschluss einer Immobilienfinanzierung definitiv Gedanken machen. Sie sehen und hören, es gibt viele Fragen rund um dieses Thema. Ja. Falls Sie weitere Fragen haben, wir stehen Ihnen zusammen mit Herrn Schröder gerne zur Verfügung. Dankeschön. Sehr gerne.